Meine über die Maßen verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wir befinden uns mitten in einer Mission. Und zwar sind wir zusammen mit Charles auf dem Weg, auf der Suche nach Benjamin Church, der aus seinem Haus gekidnappt wurde, wie es scheint. Und dem es eventuell im Moment überhaupt nicht gut geht. Nach dem, was wir so auf der Straße an Infos aufgeschnappt haben. Und deshalb sollten wir uns jetzt mal ein bisschen beeilen hier. Um dafür zu sorgen, dass wir ihn aus seiner Bedrohle befreien können. Press B while targeting. A hiding spot. Hey, Hundi, ne? Lieutenant Colonel Washington and Indian allies attack French forces. French Commander de Mit dem is linken killed Trigger. In the raid. Ja, geh mal da yes. rein. Best lie low. The Boston Weekly Advertiser, a penny to spare. Enter good people. I bless you all this day. So, und ich schleiche mich mal über hier hinten ran. Stay close to allies. Der soll mir doch einfach folgen. Da muss ich ihn auch so da gezielt wieder rausholen, auf die gleiche Art und Weise. Ja, anscheinend. Oh, hallo Hund. Streicheln, streicheln. Das ist die topste Funktion im ganzen Spiel. So. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt biegt nicht hier rein. Verdammte Axt. Uff. Und das ist aber auch nicht die Patrouille, um die ich mir am meisten Sorgen mache. Denn noch sind wir ja außerhalb dieser Zone, in der es nicht erlaubt ist, für uns zu sein. Ich schau mal, ob ich mich schwimmend nähern kann. Oh Gott, Charles läuft mittendurch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Charles hat sich umbringen lassen. Ich bin entdeckt worden. Ja. Okay. See, Charles? We'll have church in no time. Just as I said we would. We'll have church in no time. So, ihr haut mal ab hier. It is a requirement when you are raised in the manner that I was. So, wir versuchen das jetzt mal über hier hinten. It guides the feet when running and climbing, informs the hands when striking and fighting. But most important, it transforms the senses. Okay, dort wird bewacht. We begin to know the world in a different way. Careful. The place is well guarded. We need to slip past them. Yep, we need to slip past them. So einfach. Charles, mach dich da mal nicht zum Hampelmann. Open door. Ah, verschlossen. Locked. I'll have to find the key. Wait here. So, als ich das letzte Mal gemacht habe, musste ich leider eine Wache flach machen. Beziehungsweise ich bin dabei entdeckt worden. Was? Oh Gott. So, was macht die Wache da für eine Patrouille? Rennt da runter, okay. Dann steche ich dich ab. Nimm dir den Schlüssel ab. Nein.
Here we are then. Da hat das Spiel nicht registriert, dass ich nicht mehr anonym war. Glück gehabt. Jetzt wird es ein kleines bisschen unappetitlich. Noch ist nichts wirklich Schlimmes passiert, aber wir haben diesen Herrn hier, Herrn Braddock, der gerne Schutzgeld von Herrn Benjamin Church erpressen möchte. Ja. Und er hat einen Kompagnon dabei. Und das ist er hier. Cutter. Und Cutter ist ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. I'll take his tongue. Put an end to his waggling. Or maybe I'll take his cock. Put an end to his fucking us. So many options. I can't possibly decide. Take all three. Now, hold a moment. Perhaps I was hasty in refusing you earlier. I'm so very sorry, Benjamin. But that door has closed. Be reasonable, Silas! Silas, nicht Braddock. I rather think I was. Oder Silas Braddock? Ich bring die Leute durcheinander, die schon kennen. Es tut mir sehr leid. I won't be made a fool a second time. I fear I lack the constitution to bear witness to such barbarism. Come find me when you're finished, Cutter. You'll regret this, Silas, do you hear me? I'll have your head! No. I rather think you won't. Jetzt hat er schon mal eine Narbe an der Nase. Zufälligerweise weiß ich, dass man hier diese beiden niedermacht und dann erstmal diesem unangenehmen Zeitgenossen Cutter ein Ende bereitet. Who are you? Haytham Kenway, at your service. I don't understand. Well, why are you here? Walk with me, Mr. Church, and all will be explained. Bei Charles weiß ich immer nicht, ob er komplett wahnsinnig schaut oder einfach sehr, sehr freundlich und empathisch. The Surgeon. Bang, bang, bang. Boom. 200 von 200. Hervorragend. Oh Gott. Ja, ja. Gott, immer wenn man so einer Wache im Weg steht, wird immer gleich rabiat. So, rein da. So, hier haben wir den Herrn William Johnson und den Herrn Benjamin Church. Johnson's told me what you intend. As it happens, the man who held me is the same one that you seek. His name is Silas Thatcher. That fancy lad is our slaver. Don't let his velvet tongue deceive you. A crueler and more vicious creature I've never known. What can you tell me of his operation? He hosts at least 100 men, more than half of whom are redcoats. All this for some slaves? Hardly. The man's a commander in the King's troop. The King's troop. In charge of the Southgate Fort. Okay. We need to find a way inside. Let me think on it. In the meantime, I'll attend to our final recruit. Oh, uns fehlt da noch jemand. John Pitcairn's our man. I'll take you to him. John Pitcairn. Und hier sind wir wieder ans Ende der Stadt gebeamt worden. Charles. Bring uns zu John Pitcairn. New recruit. More kindling for the pyre, eh? Well, go on then. Ah, stimmt, Charles hat ja. Did you forget, sir? Ist ja eigentlich dem Herrn Braddock hier zugeteilt. When I'm not attending to you, of course. John Pitcairn.
Pitcairn, you fool! Your acts are treacherous. Give me one good reason. I shouldn't kill you right now. Were you planning to announce yourself, or did you hope my men wouldn't notice your arrival? If you'll allow me to explain. Oh, by all means. I should like very much to hear this. I have not deserted, sir. I am here under Commander Amherst's orders. Show me a letter bearing his seal, and you might be spared the gallows. I have no such thing. The nature of my work, sir, It's the sort of thing best not put to paper. Haytham. Hey, sir. General Braddock. I suppose I shouldn't be surprised. Wolves often travel in packs. Master Pitcairn won't be here for but a few weeks. I shall return him to his proper post once our work is finished. The devil's work, no doubt. It's bad enough my superiors have insisted. I grant you use of Charles. But they said nothing about this traitor. You'll not have him. Edward, listen to reason. We're done here. See these gentlemen out. Man mag uns wirklich nicht. Dabei haben wir ihm doch noch gar nichts getan. Well, that didn't go as I expected. I think I used to call him brother. What now? They'll chase us off if we try and return. We're done with this camp. As luck would have it, so are they. Come along. What are you planning? To steal Master Pitcairn. What? You'll see. Now, when I give the signal, you're to distract Braddock's patrol and lure them into a dead end. Da gibt es so schöne Entdeckungen. Das ist toll. Perhaps Don Marvel. No. What of Lynn or Ship Street? Yes. Limit Detection Timer. Jetzt muss man noch ein bisschen aufpassen hier. They're more likely to seize upon an opportunity to fatten their purses. And So, Charles lenkt sie jetzt ab. Oi! Oi! You thieves and scoundrels, one and all! Fie on you and your false war! After him! Das ist schon ein bisschen seltsam, dass wir uns nicht jemanden gesucht haben, den sie nicht kennen. Also, das ist ja... Charles ist ihnen jetzt ja sehr, sehr bekannt. So, jetzt gibt's auf den Sack. Oh Gott! Unhand him, Edward. Unhand him. You again. Let us go. And John Pitcairn with us. I will not have my authority challenged. Nor I. Put them all in chains. Mm-hmm. Peep. Oh, hell. I've got to help. Verdammt. Oh nein. Oh, ah, verdammt.
verdammte Axt! Tja. Okay, das wären keine 100%. Was ja schade ist, denn es hätte jetzt eigentlich, wenn ich ein bisschen mehr Überblick bewahrt hätte, wäre das wahrscheinlich sehr, sehr einfach gewesen. I stay my hand today because you were once my brother and a better man than this. Should our path ever cross again, all debts will be forgotten. You're free now, John. Traitor! Oh. Go on then. John Pitcairn. Join them on their fool's errand. And when you find yourself lying, I assume broken, you've good reason for causing all this madness. What is it you require of? Causing all this madness. Ich mag schottischen Akzent, schottische Akzente, habe ich das erwähnt? Schade. So, rein da. John Pitcairn. Und nein, wir sind immer noch nicht dort angekommen, bis wohl nicht gespielt habe, bevor ich gemerkt habe, dass mein Mikrofon gemutet war. Richtig lange ist es aber nicht mehr. Gentlemen, I believe I found the solution to our problem. Or rather, Odysseus has. Oh, do you? Are you a new guy? The Greek hero, you lobcock. Allow me to explain. Lobcock. We enter Silas' fort. Under the pretext of kinship, once inside, we spring our trap. Under the pretext of kinship, kill the slaver. Dodgy, dodgy. I like it. I like it. Let us begin. First, we need to find ourselves a convoy. Convoy, schaffen wir. Oh, wir sind zu fünft plus Thomas. Das ist ein Gesicht, das ihr euch merken solltet. Die Dame, die da vorne auf der Kutsche sitzt. Convoy should be here soon. We'll attack on my signal. Understood, sir. If we time this right, we can catch them all unawares. Hear ye! My royal charter! Ja, das ist jetzt erstmal im Weg. Press B to pick up a weapon. Mach ich. Assassinen-Symbole. The hell is this? A thousand pardons, sirs. Seems we've had ourselves an unhappy little accident. Get it sorted, and quickly. Of course, my lord. At once. Hang. Drop. Shoot! Und los geht's. Targets killed, 13 von 13. Der Kampf fühlt sich echt, Charles, viel besser an. Serve as vanguard. Let no man reach us. What about me? You and John will follow from a distance and keep watch over us. I'll signal you when I have need of your services. We're here to help you, along with those held inside Southgate Fort. Free me. Not until we're inside the gate.
I can't chance an inspection of the gate going wrong. I'll see you safe. You have my word. Scheint sie nichts drauf zu geben. Was nachvollziehbar ist. Nehme ich mal. Do you know anything of Silas' operation? How many men we might expect? The nature of their defenses? Okay, da im Hintergrund. You must be rather important to him if you are given your own escort. Sir, your enemies are hit. Shall I engage them? No. Let Jonathan and Thomas take care of them. As you wish. I wish you'd trust us. Though I suppose it's only natural for you to be wary. So be it. Die Dame hat null Grund, uns zu vertrauen. So, wenn ich mich recht erinnere. Engage the enemy! Ja. Das ist der gleiche Knopf auf dem Controller, den man bei den anderen Assassins, also bei den vorherigen Teilen, benutzt, um. Nein, nicht den Hund! Verdammte Axt! Oh Gott. Das ist der gleiche Knopf, den man in den anderen Assassin's Creeds benutzt, um seine Assassinen auf Gegner loszulassen. So, jetzt ihr. On your guard. Of course. Wanda. Only say the word and I'll cut them down. Me and you. Who's your officer? Are you new? I'm quite new. Engage the enemy. Und so viel dann zu denen. So. Hervorragend. All clear. All clear. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Gefangene hinten und eine Dame separat vorne. Halt! Halt! Evening, gentlemen. Und? State your business. Delivery for Silas. Go on. See? I'm freeing you just as I said I would. Now, if you'll allow me to explain. Let her go. She'll give us away. No. No, she won't. What's the plan? Free the captives and avoid detection. What of Silas? He dies. Ignore when you're ready to strike. So, finally kill the general, perform stealth assassins from A assassinations from a corner spot. I'll even give you a special rate just because I like the cut of you. Okay. Greetings. How fares the watch? Greetings. How fares everything? Arrived from London just last How is week. Your stuff? And you're to patrol with us. So said Silas. I assume it's all rather straightforward. Watch for disturbances. Ensure order is maintained. Merchandise. Nein, du siehst mich nicht. No, you don't need to. Just do as you've been told and stay out of our way. Of course. Ah. Ah.
Ja, da hätte ich natürlich aus dem Corner Spot. A nice change of pace from the campaigning back home. Why do you think so many of us volunteered? Oh fuck. An end to that. I don't know. It seems intent is important. Sometimes I wonder if it's not we who provoke with our sorties and expeditions. Ha! That's exactly what they want you to think. Such a shame. The colonies are meant to be an opportunity, not another war front. Okay. Das hat funktioniert. Und das mit dem Corner Spot hat auch funktioniert und das freut mich sehr. So, das war Gefangene Nummer 1. Achso, die erkennen uns ja nicht als falsch. Das, was sie da miauen hört, ist meine Katze. Das funktioniert ja ganz hervorragend. Und zählt sogar. Hammer. Sehr schön. So, das sind normale Soldaten. Das sind normale Soldaten. Kein Offizier. Der hingegen ist ein Offizier. Oh Gott. Ein Glück. Gehst du da hinten links um die Ecke? Das wäre geil. Warum hat er mich denn gesehen? Um Gottes Willen. Du stand doch hinter der Ecke. Ist das schlimm. Wir unternehmen einen weiteren Versuch, aber diesen weiteren Versuch unternehmen wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich freue mich darauf, dass beim nächsten Mal wieder aufgepasst wird. Und bis dahin sage ich Tschüss.